Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter zum Start in die neue Woche. Ja, ich habe geschrieben Umstellung zum Frühlingsmodus, und zwar ist es so, dass jetzt, wir nähern uns dem März, die Großwetterlage bzw. die Nordhemisphäre jetzt allmählich Richtung Frühling sich umstellen wird. Das heißt, die Tage werden ja deutlich länger, die winterlichen Luftmassen, die werden sich allmählich immer weiter erwärmen. Das heißt, jetzt beginnt so langsam die Umstellung zum Frühling auf der Nordhemisphäre. Wir schauen uns wieder vieles an. Frühling im Grunde, es war ja schon zumindest in Klammern gesetzt vor Frühling im Februar. Denn wenn wir uns das einfach mal anschauen, jetzt kurz nochmal die Vorabbilanz. Die exakten Zahlen stehen noch nicht fest. Die kommen erst vom Deutschen Wetterdienst. Einen Rekordfebruar haben wir. Das heißt, der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Und das eben mit deutlichem Abstand, sogar auf dem Niveau eines relativ milden Märzes. Kurz zum Winter auch nochmal, da wird es definitiv der Platz 3 werden, vielleicht sogar eine 4 vorm Komma noch, aber Platz 3 beim Winter, bei den wärmsten Wintern, der ist auch schon sicher. Ja, und das haben wir auch schon ein bisschen gesehen, dass er schon allmählich so ist, Richtung Frühling geht. Gestern zum Beispiel einzelne Gewitter gegeben. Ich habe hier mal zwei Bilder, die wir geschickt bekommen haben. Einmal bei Hamburg sieht man so ein bisschen so eine Böenfront sogar, die sich ausgebildet hat bei einem stärkeren Schauer. Ja, und dann hier schon recht beachtlich, aus Brandenburg haben wir ein tolles Bild bekommen. Da sieht man richtig am Horizont diese Cumulonimbus-Wolke, das heißt die Gewitterwolke. Da gab es gestern noch ein recht knackiges Gewitter, was auch in der Nähe von Berlin durchgezogen ist. Also man sieht schon, da kommen jetzt auch allmählich die ersten Frühlingsgewitter sogar mit ins Spiel. Schönes Bild bezüglich Frühling, auch nochmal hier von Markus zugeschickt bekommen. Da sehen wir nochmal, allmählich kommt der Frühling jetzt so langsam in Gang, beziehungsweise ja auch viel zu früh ist die Vegetation jetzt schon im Februar gestartet. Wir starten aber natürlich mit der Vorhersage. Sage erstmal, bevor wir gleich auch noch auf den Polarwirbel schauen. Zunächst mal, heute haben wir vor allem im Westen, Südwesten Regenfälle, die werden sich in der Nacht weitgehend abschwächen und nachlassen. Allerdings zieht es sich so ein bisschen so nach Südwesten zurück. Da kann es immer mal noch ein bisschen nieseln, tröpfeln, leicht regnen. Ansonsten Auflockerungen am ehesten nach Nordwesten hin, sprich so auch so Richtung Niedersachsen, vielleicht bis nach NRW rein. Und im äußersten Nordwesten, auch so Richtung Nordseeküste sogar, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, kann sogar vielleicht Frost dann reichen. Sonst bleiben wir überwiegend frostfrei mit einer Mischung aus vielen Wolken. Teilweise, wo es mal aufklart, kann sich dann auch relativ schnell Nebel bilden. Ja, wie geht es am Dienstag weiter? Im Grunde, das Tiefdruckgebiet zieht sich zurück. Es lässt allerdings häufig viel feuchte Luft zurück. Das heißt, vor allem im Nordwesten, da kann es die größten Chancen geben für größere Auflockerungen und längeren Sonnenschein im Tagesverlauf. Heißt auch so von Niedersachsen vor allem wieder bis nach NRW hinein. Und je weiter man dann so doch nach Osten und Süden kommen, desto eher sind die Wolken sehr kompakt und es lockert wahrscheinlich kaum auf, beziehungsweise ihr könnt sogar den ganzen Tag grau bleiben. Teilweise auch so vor allem nach Süden immer mal wieder noch so ein bisschen Nieselregen oder leichter Regen im äußersten Süden, der vor allem dabei sein kann. Oder auch so am Nordrand der Mittelgebirge beziehungsweise an den Alpen. Ja, die Temperaturen kommen nicht allzu stark aus dem Quark, liegen eher so meistens so bei 7 bis 10 Grad. Ja, wie geht es im weiteren Verlauf auf der Woche weiter. Wenn wir uns mal die Großwetterlage so für den Donnerstag anschauen, da kommt ein neues Tiefdruckgebiet, ein Trog ins Spiel, der vom Atlantik wieder so ein Islandtief sich ausbreitet Richtung Westeuropa, und dann kommen zunehmend deutlich mildere Luftmassen ins Spiel, die sich ab Donnerstag dann allmählich eben auch so Richtung Deutschland ausweiten. Das heißt, diese vorübergehend etwas kühleren Luftmassen, die wir jetzt haben, so wirklich kühl ist das für Ende Februar ja auch nicht, die werden dann ersetzt durch mildere Luftmassen wieder aus Südwesten. Was bedeutet das? Im Grunde relativ ruhiges Hochdruckwetter. Allerdings nicht überall Sonnenschein. So, der Mittwoch wird so sein, dass es am ehesten auch so von Sachsen bis teilweise nach Bayern rein noch mal ein bisschen nieseln kann. Viele Wolken. Sonst doch die Tendenz, dass sich mehr und mehr tagsüber die Sonne relativ gut auch mal durchsetzen kann. Gegen anfänglichen Nebel und Hochnebel. Also eigentlich auch so typisch Frühling. An den Temperaturen ändert sich zunächst noch nicht allzu viel. Wo es in der Nacht klar ist, kann es auch mal für um die 0 oder minus 1 Grad reichen. Das heißt, wir sehen schon, natürlich, es ist eben noch Ende Februar.
Die Nächte sind noch verhältnismäßig lang, da kann es natürlich auch noch mal frisch werden. Donnerstag deutet sich an, dass es weiterhin, vor allem so von Sachsen bis nach Bayern besonders, auch durchaus noch mal zäh werden kann mit Nebel und Hochnebel. Sonst setzt sich wohl vielerorts die Sonne relativ schnell und gut durch. Es könnte sogar richtig sonnig werden Richtung Nachmittag vielerorts. Ja, und dann kommt eben deutlich mildere Luft rein. Teilweise eventuell kommen wir schon so auf ein 13, 14, vielleicht sogar örtlich mal knapp sogar schon eine 15 dran. Später könnte dann ein Tiefausläufer im Nordwesten reinkommen, so Richtung Nachmittag, Abend. Vielleicht so vom Niederrhein bis zur Nordsee dann ein paar Tropfen Regen, die dabei sein können. Ja, jetzt schauen wir ein bisschen auf den weiteren Verlauf. Das war erstmal so die Vorhersage jetzt für die nächsten Tage. Kommen wir jetzt so ein bisschen Mittelfrist und zunehmend Richtung Spekulationsbereich. Da will ich direkt schon mal sagen, morgen gibt's ausführlich Spekulationsbereich, denn der neue Langfristtrend, der kommt ja heute Abend. Schauen wir trotzdem mal ein bisschen weiter jetzt. Und zwar will ich zunächst jetzt mal zeigen, so für die zweite Wochenhälfte, was passiert bis Sonntag dann. Da blicken wir nämlich mal auf die Großwetterlage. Und relativ interessant zu sehen ist, dass sich wohl ein Trog vor allem über Westeuropa breit macht. Wir sehen das am europäischen Wettermodell. Wir hatten das ja gesehen, so Richtung Donnerstag kommt schon das Tief, was sich nach Westeuropa ausbreitet. Und die Höhenwetterkarte im europäischen Wettermodell zeigt uns ganz klar einen Trog, der sich Richtung Iberische Halbinsel bzw. über Westeuropa nach Süden eingräbt. Und an der Vorderseite dieses Troges, da stößt natürlich der milde Luft weiter nach Norden vor. Gleichzeitig haben wir mit dem Trog kühlere Luftmassen, die über den Nordatlantik weiter nach Süden strömen. Und jetzt ist die große Frage, wie weit greift der Trog und wie schnell am Wochenende auf uns über? Denn wir sehen, das US-Wettermodell hat sogar den Trog schon bis ins zentrale Mittelmeer, nach Italien teilweise ausgreifen. Da würde der Trog relativ schnell übergreifen. Das heißt, da ist natürlich noch ein bisschen Spielraum drin, wie schnell das Tief und der Trog insgesamt auf uns übergreifen wird. Nur ganz grob schon mal, ich habe die Karten schon mal vorbereitet für den Rest der Woche bzw. Freitag, Samstag, Sonntag, so ganz grob vom Trend ist, dass teilweise mal vor allem so dann von Freitag nach Samstag vielleicht auch mal nach Osten ausgreifend schlapper Tiefausläufer reinkommt, sprich ein bisschen Regen zumindest mal dabei ist, kompaktere Wolken, viel wird es wohl nicht sein. Und dann so Richtung Sonntag eben auch das Ganze sich vor allem wohl in der Osthälfte eher wieder beruhigen wird und hier wohl wieder länger die Sonne rauskommen kann. Man sieht also, wie schnell der Trog dann doch mal mit ein paar Tiefausläufern übergreift, ist noch ein bisschen unsicher. Im Grunde kann man sagen, bei den Temperaturen gilt natürlich Ähnliches. Die Tendenz ist, dass es am ehesten in der Osthälfte, auch so von Bayern bis nach Mitteldeutschland rein, Brandenburg, Berlin, die größte Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir hier auch mal über 15 Grad erreichen, während der Westen näher am Trog ist und hier natürlich auch durchaus mal die etwas kühleren Luftmassen übergreifen können. Wir sehen aber schon, irgendwie mit Spätwinter oder so ist da absolut nichts in Sicht. Das mal zum groben Trend, kommen wir jetzt so langsam ein bisschen Richtung Spekulationsbereich. Und da schiebe ich natürlich jetzt erstmal das Polarwirbel-Update ein. Da wurde ja auch schon immer mal wieder nachgefragt in den Kommentaren. Der stratosphärische Polarwirbel steht vor seiner dritten markanten Störung dieses Winters. Sprich jetzt Stratosphäre 25 bis 30 Kilometer Höhe. Also ganz oben der Polarwirbel in der Stratosphäre. Und wir sehen schon, die nächste markante Störung wird in einigen Tagen Anfang März anstehen. Und die Zonalwinde, die kehren sich wohl deutlich auf östliche Richtung um. Wir sehen das deutliche Absacken hier in der Grafik. Das heißt, von positiv, von deutlichen Westwinden schwächt es sich wieder ab, deutlich runter und es kehrt sich um auf Ostwinde. Das heißt, wir werden eine deutliche Störung des Polarwirbels erleben. Aber man muss auch sagen, jetzt im März, das ist natürlich sehr spät. Ein sehr spätes Major Warming hat dann auch häufig noch Auswirkungen, aber wir kommen in den Bereich, wo jetzt natürlich schon zunehmend das Final Warming kommen kann. Da sind wir wieder bei der Umstellung zum Frühlingsmodus, denn der stratosphärische Polarwirbel, der wird sich jetzt Richtung Ende März, April allmählich sowieso auflösen und abschwächen und wir sehen viele Lösungen, diese blauen Linien, sehen dann bis Anfang April im Grunde keine starke Erholung mehr des Polarwirbels. Es könnte also sein, dass er vielleicht noch mal ein bisschen hin und her taumelt, aber es jetzt ein langsamer Übergang ist zum Final Warming, zur Auflösung des stratosphärischen Polarwirbels. Und der Winter war sowieso völlig verrückt, was diesen Polarwirbel betrifft, denn im Grunde hat er ja schon das ganze Jahr jetzt seit Anfang Januar getaumelt, immer wieder gab es Störungen, er hat sich nie so richtig nachhaltig erholt.
Ja, aber die großen Auswirkungen auf unser Wetter, die sind ja doch ausgeblieben. Das ist jetzt, wenn man schon sagen kann, wohl die größte Störung, die uns bevorstehen wird. Und da wird es durchaus im März noch ein bisschen spannend werden, inwieweit das nämlich Auswirkungen hat. Das kann durchaus noch zu großen blockierenden Hochdruckgebieten sorgen. Aber um diese Jahreszeit, wenn das Auswirkungen hat, die großen blockierenden Hochdruckgebiete sich aufbauen, muss das eben nicht mehr richtig kaltes Wetter bedeuten. Wir könnten genauso gut auch an der milden Seite bzw. Richtung Frühling liegen. Ich denke mal, da kann es noch durchaus Überraschungen geben im März bezüglich der Großwetterlage. Wir sehen es hier nochmal, ich habe mal eingeblendet hier aus dem US-Wettermodell, wo wir sehen, in der Stratosphäre baut sich das hoch auf, die Westwinde kehren sich mehrheitlich auf Ostwinde um. Also da wird eine große, starke Störung, vielleicht sogar schon ein sehr frühes Final Warming bevorstehen. Jetzt kommen wir zu den Karten. Noch mal ein bisschen dann in die Folgewoche hinein, was sich so Anfang März tut. Und man kann schon sagen, dass mehr und mehr so ein bisschen auch eine gestörte Zirkulation berechnet wird. Das heißt, größere Ausschläge eher so Nord-Süd, Süd-Nord, sprich keine Westwetterlage wohl. Und das ist auch typisch so ein Übergang so in den Frühlingsmodus, was ich meinte. Wir sehen zum Beispiel nach dem europäischen Wettermodell baut sich schon ein blockierendes Hochdruckgebiet, so britische Inseln, teilweise bis nach Skandinavien reicht auf. Und das wäre jetzt natürlich auch, wenn wir eine eher nordöstliche Strömung bekommen würden. Es liegt keine riesige Kälte nordöstlich von uns. Wäre das zwar jetzt nicht super mild, aber insgesamt eben bei weitem auch nicht spätwinterlich kalt. Wir sehen schon so ein bisschen unbeständig, mehr Hochdruck baut sich wohl, starke Hochdruckgebiete teilweise auch über dem europäischen Kontinent auf. Das US-Wettermodell geht so ein bisschen auch in die Richtung für diesen Zeitraum, hat allerdings noch einige Höheneier, so Höhentiefs, Störungen, die sich dazwischen mogeln. Ich bin mal gespannt, also es könnte durchaus zu größeren, stärkeren blockierenden Hochdruckgebieten im Verlauf dann noch kommen. Das Mittel zeigt uns das nämlich auch. Ich will das kurz mal aus dem GFS-Wettermodell zeigen, das Mittel, was eben doch deutlich überdurchschnittliches Geopotenzial vor allem in der Höhenwetterkarte Richtung Skandinavien, Nordeuropa zeigt und einen Trog auf dem Atlantik, was durchaus auch vielleicht sogar für östliche, südöstliche Strömungen auch sprechen könnte bei uns. Also das ist der typische Übergang in den Frühlingsmodus eigentlich, was uns so diese Großwetterlagen hier dann für Anfang März zeigen. Ich will da gar nicht weiter groß ausschweifen jetzt, denn morgen bin ich sehr gespannt, was uns der neue Langfristwettertrend auch zeigt jetzt, der ja heute Abend kommt und den wir morgen beleuchten werden. Das war wieder lang genug für heute. Einen schönen Start in die neue Woche. Bis morgen und ciao.